Herzlich willkommen, Leute, zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und heute zeigen wir euch die Demontage der kompletten Drehbank von Oberschlitten, Querschlitten und Bettschlitten. Und wir zeigen euch, was es sich mit der Leit- und der Zugspindel auf sich hat. Wir wünschen euch viel Spaß. So, Leute, wir beginnen mit der Demontage. Hier bauen wir als erstes den Grundhalter runter, damit wir uns nicht verletzen. Und nun bauen wir hier den Oberschlitten ab, indem wir einfach nur nach hinten drehen. Und der Oberschlitten geht nach unten. Nun das gleiche beim Querschlitten, einfach rausdrehen. So, dann hört er auf zu drehen, kann man hier hinten rausziehen. Genau, hier noch den Bettschlitten runter. Und zwar wie folgt, wir beginnen hier mit dieser Schraube. Die haben wir vorher schon vorgelöst. Und diese hier auch. Die Gegenmutter sozusagen. Dann haben wir hier ein Lager drin und eine Unterlagsscheibe. Alles wird nachher rausgehen. So, dann müssen wir hier dieser Deckel hier runterschrauben, an dem der Anschalter befestigt ist. Darunter sitzt Elektrik zum den An- und Ausschalter betätigen. Den Deckel runter. Vorsichtig rausnehmen. Wir wollen die Kabel nicht beschädigen. Wir können auch von unten nachreifen. Genau. Diese einfach hängen lassen. So, und nun machen wir hier die Führungen für unsere Zugspindel und Leitspindel. Machen wir hier, sind vier Schrauben plus zwei Durchschlagsbolzen drin. Genau, nun brauchen wir einen kleinen Durchschlag und einen Hammer und klopfen diese nach hinten. So sieht der Stift aus. Und das zweimal. So, nun können wir das herunterziehen. Hier haben wir noch unser Lager. Das setzen wir jetzt einfach mal hier auf diese Welle drauf. Und nun wollen wir die Zugspindel hier herausziehen. Dazu müssen wir hier noch den Stift herausklopfen.
So. Stift ist draußen. So. Erledigt. Genau. Der Sechskant hier, wo zum Anmachen dient, ist ja hier verbunden mit einem Schalter, der geht dann zur Elektronik rüber. Die Stange ziehen wir auch. So. So sieht diese Stange aus. Kann man auch selber drehen. Nun wäre alles vorbereitet. Wir können den Bettschlitten nach unten ziehen. Drehen wir das Rad zurück. Und ab hier greift er nicht mehr. Können wir hier ziehen. Vorsicht, wiegt nicht wenig. So. Nun hätten wir ihn unten. Und herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier die Drehbank zerlegt und haben sie auch kurz beschriftet. Wir fangen hier oben an. Mit der Leitspindel, erkennbar an den Gewindegängen. Dann haben wir hier den Werkzeughalter, den Querschlitten, den Bettschlitten und zuletzt den Oberschlitten und jetzt final der Antrieb für den Bettschlitten. Nun, da der Antrieb für den Bettschlitten etwas komplexer aufgebaut ist, würden wir den euch auch kurz erläutern. Wir fangen hier mit der Handkurbel an. Diese treibt die Zahnräder hier an und zuletzt läuft dieses Zahnrad dann auf der Leitspindel, welche wir hier nochmal an der Maschine sehen, und erzeugt somit dann den Vorschub in Längsrichtung. Weiter geht es mit dem automatischen Vorschub, den man einlegen kann, indem man mit dem Handrad die passende Position findet und anschließend mit dem Hebel, den man arretieren lässt, den automatischen Vorschub einschaltet. Wir sehen es hier anhand der Zahnräder, die ja dann in die Zahnräder der Vorschubbewegung greifen, über mehrere Zahnräder hier runter, bis sie dann schlussendlich hier unten an der Zugspindel enden, die uns dann den automatischen Vorschub, gerade für zum Beispiel Längsbearbeitungen, sichert. Die Zugspindel kann entweder ein Sechskant sein oder eben wie hier eine Stange mit Längsnut. In dieser Nut verfährt dann im Prinzip der Bettschlitten. Zuletzt an diesem Block sehen wir jetzt hier noch die Schlossmutter. Und zwar hat die folgende Bewandtnis: Wenn man die jetzt schließt, greift die jetzt auf die Leitspindel und mit ihrer Hilfe kann man jetzt auch zum Beispiel Gewinde drehen. Und da ist ganz wichtig, dass dann der Vorschub, den man dann erzeugt mit dem Bettschlitten, der ist dann gleich der Steigung auf dem Werkstück, was man dann produziere. Somit ist der Vorschub, den wir hier haben, gleich der Gewindesteigung. Ganz wichtig, wenn man gerade so freiliegende Zahnräder hat, ist es sehr wichtig, dass man die reinigt. Also Schmutz wie hier darf nicht vorhanden sein. Der begünstigt den vorzeitigen Verschleiß. Und wenn jetzt auch Zahnräder hier zwar sauber sind, ist ratsam, diese auch zu fetten. Dass einfach der abrasive Verschleiß, der durch mechanische Reibung entsteht, nicht gegeben ist oder vermindert wird, und somit kann man dann einfach so ein Getriebe auch schützen und es hält dann dadurch länger. So, nun haben wir den Bettschlitten wieder zusammengebaut. Das hier sind nur die vier Schrauben. Dann sehen wir in das Gehäuse rein. Das tun wir hier noch ein wenig einölen. Moment, auf der anderen Seite. Für die Führung. Öl ein wenig verteilen.
So. Und nun beginnen wir mit dem Zusammenbauen. Aufgepasst. Hier an dem... Hier rein. So. Diese Führungen haben wir davor auch schon eingeölt. Und er läuft schön rein. Vorhin bei der Demontage konnten wir den Schlitten kaum nach hinten raus bewegen. Nun, wo wir ihn sauber gemacht haben und eingefettet bzw. alles eingeölt haben, können wir ihn nun sogar schon mit der Hand so verschieben. Spindel wieder rein. Wir haben sie schon eingefädelt. Von hinten kann man mit einer Stange die Führungsbuchse rein machen und dann bekommen wir sie ganz einfach durch. Machen wir so rein. So, helfen wir mit dem Gummihammer ein wenig nach. Genau. Und machen die Schrauben gleich rein. Ja, zuerst die Bolzen. Genau, jetzt ist schon automatisch ausgerichtet. Jetzt können wir die vier Schrauben wieder ansetzen. So. So, und nun kommt unser Lager wieder drauf. Zuerst diese Scheibe. Ne, eine Scheibe ist noch drin. Zuerst das Lager. Und darauf dann die Gegen. So, genau. Nun können wir unsere Schrauben wieder ansetzen, und zwar immer auf dieser Fläche, da das hier entgegendrückt. Die entgegenziehen. So, und unser Stift vorne, der kommt hier noch rein. Genau, nun ist das hier auch gesichert. Für unsere Sechskantstange wieder, für unseren Anschalter. Dazu führen wir einfach diese Stange durch. Drehen ein wenig, bis wir den Sechskant erwischt haben. Die geht ganz einfach durch. Und gehen dort in diese Bohrung. Das ist ein Anschlag. Genau. Dann können wir testen. Auf. Perfekt. Und führen das hier wieder durch. Ist ein wenig eine Fummelei, aber so. Und setzen unsere Schrauben gleich wieder an. Genau. Als nächstes montieren wir hier unseren Querschlitten. Und zwar haben wir hier unsere Keilleiste. Die wird verbunden durch leichte Bohrungen und Stifte. Tun
die Führungen leicht einölen. Damit es nachher besser läuft, so wie hier oben. Legen ihn hinten an und drücken ihn zu sich, so weit, bis nichts mehr geht. Und nun drehen wir einfach wieder zurück, bis er auf Position ist. Zuletzt kommt der Oberschlitten noch. Machen wir auch die Führung ein klein wenig Öl hin. Alle Flächen müssen natürlich hundertprozentig sauber sein. Aufschieben, bis nichts mehr geht, und nun können wir ihn auch nach vorne kurbeln. So, nun den Halter wieder einspannen und die Maschine ist wieder einsatzbereit. So Leute, wir sind nun am Ende von unserem Video angekommen. Alles ist wieder zusammenmontiert. Nun flutscht alles viel besser. Genau. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß und wir konnten euch weiterhelfen, falls ihr auch mal eine Drehmaschine richten wollt. Genau, und wenn ihr weitere Fragen habt zu weiteren Themen, stellt sie uns gerne, wir machen gerne ein Video darüber. Und vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben dazulassen und ein Abo. Vielen Dank!